Der Himmel. Wo kommen wir her? Wie sind wir entstanden? Für viele scheint der Begriff Himmel kein Wort zu sein, mit dem man sich tiefer beschäftigen müsste. Haben doch viele den kirchlichen Glauben hinter sich gelassen, den die meisten Menschen mit dem Begriff Himmel und Hölle verbinden. Die Welt, wie sie sich immer mehr darstellt, hat mit dem Himmel auch wenig zu tun. Jesus sagte vor 2000 Jahren, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Auch wenn man den Begriff Himmel als einen inneren Zustand versteht, dann kann man sich fragen, wie viel davon in den heutigen Menschen aktiv ist. Das Äußere zeigt uns oft, wie es in unserem Inneren aussieht. Läuft man zum Beispiel durch eine neue, moderne Einfamilienhaussiedlung, dann sieht man nicht selten nur eckige Häuser, schachtelartig und einförmig, ohne natürliche Umgebung. Vielleicht gibt es noch einen ebenmäßigen Rasen, auf dem regelmäßig, möglichst mit Gift, alles entfernt wird, was der sterilen Formgebung entgegensteht so fühlen sich die Leute offensichtlich wohl, denn dies entspricht ihnen und spiegelt offenbar ihren inneren Zustand. Steril, kalt, nackt. Das ist jedoch nur ein Aspekt. Man könnte noch unzählige andere Lebensaspekte nennen und unter die Lupe nehmen, wie zum Beispiel unsere Gestik, unsere Art zu sprechen, unsere Ernährungsweise, Unsere Kleidung und vieles mehr, das vermeintlich das Innere, das Bewusstsein des Menschen widerspiegelt. Doch das wäre wieder ein interessantes Thema für sich. Früher schien vieles anders gewesen zu sein. Vielleicht waren die Menschen weniger intellektuell und hatten dafür mehr Herzensbildung. So scheint es jedenfalls, denn die Häuser waren meist stilvoll mit individueller Note erbaut, mit wunderbaren Gärten umsäumt. Die Möbel wurden nicht maschinell mit Roboter Kante auf Kante zusammengeleimt, sondern jedes Teil wurde in kunstvollem Handwerk einzeln angefertigt. Diese alten Möbel strahlen oft noch heute etwas Besonderes aus. Sie anzuschauen, erfreut das Herz. Denn die Seele spürt vielleicht noch die Energie, sozusagen das Herzblut, also die Hingabe, mit der ein Schreiner die Möbel fertigte. Ähnliches gilt auch für die Kunst. Betrachtet man zum Beispiel Gemälde, die zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert gemalt wurden, dann findet man, vor allem auf dem Gebiet der pastoralen Kunst, eine große Auswahl an Gemälden mit idyllisch anmutenden Landschaften. Ist da nicht Herzenswärme, Frieden und Harmonie zu spüren? Empfinden wir uns einen Moment in diese Gemälde hinein und versuchen den Frieden zu spüren, den sie ausstrahlen. man fragt sich, was wohl diese Maler inspiriert haben mag. Sie zeigen oft eine harmonische Einheit zwischen Natur, Mensch und Tier. Sind diese Bilder aus einer inneren, vielleicht unbewussten Sehnsucht nach dem Himmel entstanden? Man kommt nicht umhin, es zu vermuten. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute wird an den Tieren milliardenfacher Massenmord verübt und die Natur wird ausgebeutet und zerstört. Immer wieder gibt es Kriege, die eine unerwartet breite öffentliche Unterstützung finden. Zudem scheinen sich Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Orkane, Vulkanausbrüche, Waldbrände, Temperaturrekorde und vieles mehr zu häufen. Da fragen sich viele Menschen, ob es überhaupt einen Gott und einen Himmel gibt. Falls es einen Gott geben würde, dann müsste er doch eingreifen, so nicht selten die Meinung. Da er nicht eingreift, wird er von einigen sogar als Zyniker geschimpft. Doch eines ist sicher, Gott würde niemals in den freien Willen der Menschen eingreifen. Die Unsinnigkeit, dass Gott im Äußeren eingreifen und helfen möge, zeigt sich besonders in Kriegen, bei denen Menschen auf beiden Seiten den gleichen Gott anbeten und ihn sogar bitten, dass er ihnen hilft, den Feind zu vernichten. Politiker rufen öffentlich zur großen Schlacht auf. Welcher Kriegspartei sollte Gott helfen? Die Feindesliebe, die Jesus lehrte, scheint vergessen oder wird als Utopie hingestellt. Man bedenkt nicht, dass alles Ursachen sind, die ihre Wirkung haben werden. Das bedeutet, dass alles, was Menschen tun oder unterstützen, früher oder später auf sie zurückkommen wird, sobald das sogenannte Fass bis zum Überlaufen voll ist, wie der Volksmund zu sagen pflegt. Und plötzlich, ehe man sich versieht, ist man selber unter den Opfern. Denn es könnte sein, dass das sogenannte Fass schon ziemlich voll ist und bald zu überlaufen beginnt. Dies alles zeigt, wie weit wir uns vom Himmel entfernt haben. Auch wenn Gott nicht in den freien Willen der Menschen eingreift, so versucht er doch immer wieder, uns auf die richtige Bahn zu führen. Er sandte den Mitregenten der Himmel, Christus, damit er den verirrten Menschen, Kindern und Seelen die Gesetzmäßigkeit lehrt und vorlebt, wie sie sich aus dieser Verstrickung befreien können. Viele Propheten und große Geister hatten sich im Laufe der Geschichte bis heute auf diesem Planeten inkarniert, um die geistigen Gesetzmäßigkeiten und die Botschaft der nächsten Liebe unter die Menschen zu bringen. Zudem bekommen die Menschen mannigfaltige Hinweise über die sogenannten Tagesimpulse, doch auch hier ist deren Beachtung und Umsetzung freiwillig. Es liegt an jedem Einzelnen, diesen Lehren zu folgen und diesen Weg zu gehen. Wenn sich der Krieg dann nicht zuletzt durch Unterstützung einiger Völker ausweitet und sich in die Länge zieht und wenn dann die Gefahr des Todes durch alles vernichtende Bomben in Reichweite rückt, beschäftigt sich der Mensch wieder eher mit essentiellen Dingen wie was passiert nach dem Tod? Gibt es ein Jenseits? Gibt es einen Himmel? Und wenn dann für manche vorhersehbar, die ersten ganz großen Bomben fallen und die dunklen Wolken über die Länder ziehen, dann rufen die Priester wieder Gott, wo bist du? Gott, warum hast du uns verlassen? Gott, warum hast du dies zugelassen? Gott, warum greifst du nicht ein? Doch vorher, haben die Priester oft noch die Waffen gesegnet oder, wie überall üblich, den Soldaten beider Lager als Militärseelsorger moralischen Beistand geleistet? Wie soll man dieses Verhalten einstufen? Jesus sagte, das Himmelreich Gottes ist inwendig in euch. Er sagte auch, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wäre es nicht so, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich gegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, ihr wisset den Weg. Was meinte Jesus mit: Das Himmelreich Gottes ist inwendig in euch? Ist der Himmel nur ein Zustand oder gibt es ihn wirklich in einer anderen Realität? Was muss ich tun, um in diese Realität zu kommen? Mit der Aussage, Ihr wisset den Weg, deutet Christus darauf hin, dass er diesen Weg gelehrt hat dass man nur in die rein geistigen Welten zurückkehren kann, wenn man seine Friedenslehre der Nächstenliebe nicht nur liest und bejaht, sondern sich auch bemüht, sie im Alltag umzusetzen. Dann erfüllt man auch seine Worte. Das Himmelreich Gottes ist inwendig in euch. Haben wir dieses innere Reich Gottes durch ein Leben nach dem Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe, ja auch der Feindesliebe, voll erschlossen, dann haben wir auch die Voraussetzungen erfüllt, zu gegebener Zeit in den Himmel zurückkehren zu können, in die rein geistige Welt, unsere wahre Heimat. Das kann nur auf diese Weise geschehen, denn das Reine zieht nur wieder das Reine an. Auch wenn wir noch so stark an Christus als unseren Erlöser glauben, solange unsere Seele noch nicht gereinigt ist durch Selbsterkenntnis und Verwirklichung der Gesetze Gottes, wir also noch mit egoistischen, nur auf uns bezogenen Gewohnheiten und Verhaltensweisen behaftet sind, so lange passen wir kaum in eine himmlische Gemeinschaft, die die wahre selbstlose Geschwisterlichkeit lebt. Leider lehrt die Bibel im Neuen Testament an einigen Stellen etwas anderes. Paulus hat bekanntlich Jesus nie getroffen und hat sich auch nach seiner Bekehrungsvision die ersten Jahre geweigert, sich mit den Aposteln über die Inhalte der Lehre Jesu auszutauschen. So hat er die christliche Lehre mit seinen römischen Vorstellungen vermischt und eine der Lehre Jesu widersprechende Lehre verkündigt. Paulus kehrte wieder zurück zu den alten vorchristlichen Gottesvorstellungen der Menschen wie Gottes Zorn und Sühnopfer, und er deutete diese lediglich auf Christus hin um. Der Höhepunkt seiner Umdeutung besteht schließlich darin, dass man durch den bloßen Glauben an ein solches angebliches Sühnopfer gerecht werden könne, also ohne Verdienst, das heißt ohne das rechte Tun. Dies ist eine wesentliche Veränderung, ja Verfälschung der Hauptlehre des Jesus von Nazareth durch Paulus. Für das Volk war und ist es eine angenehme Botschaft, weil auf diese Weise eine hohe Ethik und Moral zwar wünschenswert, aber letztlich entbehrlich zu sein scheint. Mit der unbequemen Lehre des Jesus aus Nazareth hat das jedoch nichts mehr zu tun. Denn Jesus lehrte das Halten der zehn Gebote und der Bergpredigt, und er sagte, Tu das, so wirst du leben. Lukas Kapitel 10, Vers 27. Oder, In das Reich Gottes kommen, die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Oder, Wer seine Rede tut, der gleicht einem klugen Mann. Matthäus Kapitel 7, Vers 24. Oder was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, 40, siehe auch Vers 25. Mit anderen Worten, darauf kommt es an. Paulus aber spricht stattdessen, vor allem im Römerbrief Kapitel 3 und 4, vom Glauben, der einen Menschen gerecht mache, ohne das Tun. Wenn oft von Kirchen und Gemeinschaften anderes gelehrt wird, dann entspricht dies der Bibel und der Lehre des Paulus, jedoch nicht der Lehre des Jesus von Nazareth. Aufgrund dieses paulinischen Glaubens meinen deshalb viele, sie seien gerettet und nur sie kämen in den Himmel und dies ohne Selbsterkenntnis und die daraus folgenden Veränderungen ihres Lebens, allein durch den Glauben und die Gnade Gottes. Dazu ist zu sagen, jeder ist frei zu glauben, was er für richtig hält. In diesem Sinne möchte diese Dokumentation lediglich Gedankenanstöße geben. Jeder Einzelne muss für sich selbst entscheiden, was für ihn wichtig ist und was für ihn stimmt oder nicht. Falls es einen Ort in einer anderen, höheren Realität gibt, der Himmel oder unsere geistige Heimat genannt wird, wie könnten wir erfahren, wie es dort aussieht? Beweise, oder gar wissenschaftliche Untersuchungen gibt es natürlich keine, jedenfalls nicht solche, die der Intellekt fassen oder verstehen möchte. Für den Herzensmenschen gibt es sehr wohl Hinweise, denn wer sucht, der findet. Es gab und gibt immer wieder Mystiker und Propheten, denen die Gnade zuteil wurde oder die die Fähigkeit aufgrund ihrer geläuterten Seele hatten und haben, durch die Nebelwand unserer dreidimensionalen Welt in höhere Sphären zu schauen. Doch diese Visionen und geschauten Ebenen lassen sich schwerlich mit menschlichen Worten beschreiben und noch weniger bildhaft darstellen. Der beschränkte menschliche Verstand ist nicht imstande, die siebendimensionale geistige Welt zu erfassen oder zu beschreiben. Deshalb werden in der Folge zur Illustrierung nur behelfsmäßige, schemenhafte Darstellungen eingeblendet, die im besten Falle symbolische Bedeutung haben. In den Schriften derjenigen, die fähig waren oder sind, durch die Nebelwand zu sehen, ist zu lesen, dass dort am Ursprung der Quelle eine friedvolle Welt existiere. Alles sei rein und es würden nur edle Wesen an diesem Ort leben. Die mystischen und prophetischen Quellen sprechen auch von sieben Ebenen. Da aber alles in allem enthalten sei, habe jede Ebene sieben Unterebenen, also 49 Ebenen im Ganzen. Jede Ebene habe ihre eigenen Eigenschaften in der Beschaffenheit der Umgebung, der Farben und Klänge. Alles sei mit Licht durchstrahlt und leuchte in den herrlichsten Farben. An diesem Ursprungsort mangele es den Geistwesen an nichts, denn sie würden in der Fülle leben. Alles sei möglich durch ihre Empfindungen und es existiere kein beschränkter Raum und keine Zeit. Da, wo man sein möchte, da sei man bereits, ohne eine Reise zurücklegen zu müssen. Herrliche Wohnstätten seien zu sehen und sie seien umringt von in unzähligen Formen und Farben blühenden Blumen. Tiere und Geistwesen würden friedvoll miteinander durch herrliche Wiesen, Täler und Auen wandeln. Die Geistwesen sitzen aber nicht, wie der Volksmund scherzhaft zu sagen pflegt, Halleluja singend mit einer Harfe auf einer Wolke. Die Geistwesen seien kreativ, schöpferisch tätig und würden die Verantwortung für das von ihnen Geschaffene tragen. Sie alle seien in innerer Gemeinschaft mit Gott, unserem liebenden Vater, verbunden. Es ist offensichtlich, der Mensch hat sich von diesem Ursprung des Lebens weit entfernt. Einst schuf der Vater Muttergott reine Geistwesen, Kinder Gottes. Er schuf sie nicht aus Lehm oder einer Rippe, wie es alte Schriften überliefern. Adam und Eva symbolisieren ehe die ersten vollmateriellen Menschen, in die die Seelen sich inkarnieren konnten und können, um auf diesem grobmateriellen Planeten agieren zu können und um hier zu lernen und zu reifen. An diesem tiefsten Punkt der Fallschöpfung soll den Seelen bewusst werden, dass hier Endstation ist und nur eines Sinn macht, die Seele zu veredeln, um sich aus der Erdanziehung zu befreien, um so möglichst bald heimkehren zu können zu unserem Heimatplaneten in der rein geistigen Welt. Dies ist durch die Aktivierung des Erlöserfunkens in uns möglich, den Christus in jede Seele und in jeden beseelten Menschen vor 2000 Jahren eingebar. Deshalb die Aussage, Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dies gilt für alle und hat nichts mit äußeren Religionen zu tun. Die Erfahrung zeigt, alles andere bringt früher oder später Lehre. Traurigkeit, Frust, Unglück und Krankheit. Die sogenannten Schicksalsschläge, die auch als Wirkung von Ursachen bezeichnet werden können. Die Ursachen gehen auf ein Fehlverhalten in diesem oder einem Vorleben des einzelnen Menschen zurück. Aber selbst diese einfache Erläuterung von Saat und Ernte will mancher Mensch und manche Seele nicht wahrhaben und lebt weiter, im Sinne von nach mir die Sintflut. Doch dies kommt oft schneller, als man denkt und vor allem, wenn man sie nicht erwartet. Es stellen sich viele die Frage, wie wurde das ursprünglich reine Geistwesen geschaffen? Wer sind wir wirklich? Woher kommen wir? Von wem stammen wir ab? Das ursprüngliche Kind Gottes unser wahres Ich ist ein vollkommenes strahlendes Geistwesen. Es entstand in langen Evolutionszyklen jedoch nicht auf dieser Erde, sondern in der geistigen Welt. Gott ist der Schöpfer all seiner Kinder. Jedes reine Wesen hat, bevor es zum vollständigen Geistwesen wurde, in der geistigen Welt, also im Himmel, alle Entwicklungsebenen des Seins durchlaufen. Vom Mineral, Pflanzen und Tierreich bis hin zum Naturwesen. Als ausgereiftes Naturwesen wird es am Ende dieser Evolutionskette von einem geistigen Dualpaar gleich Elternpaar aufgenommen, sozusagen adoptiert. Der Volksmund spricht von Engelwesen. Dieser Zusammenschluss mit einem Dualpaar bewirkt einen Reifeprozess, aus der das Naturwesen in der Folge zu einem Kind Gottes wird. Im Verlauf dieser Entwicklung wird es geistig geschult und nimmt an Weisheit und Strahlkraft zu. Am Ende ist es als vollreifes Geistwesen ein vom Vater-Mutter-Gott geschaffener vollkommener Mikrokosmos. Ein Abbild des Makrokosmos, welches in sich das ganze Sein als Essenz trägt. Es ist ein absolut vollkommener Energiekörper, der dem Universum entspricht und somit die Vollkommenheit in sich trägt. Das sind wir in unserem Innersten immer noch. Das ist unser wahres Selbst. Tief in unserer Seele ist dieses vollkommene Wesen verborgen und möchte befreit werden. Dies geschieht, indem die Verschattungen in den Seelenhüllen von uns erkannt und bereinigt werden. So können wir mit Hilfe der Christuskraft in höhere Sphären aufsteigen und uns auf den Heimweg machen, zurück zu unserer wahren Heimat in den Himmel. Doch warum können wir uns nicht mehr an all das erinnern? Und warum leben wir nicht mehr in diesen geistigen Welten? Wie wir aus alten Überlieferungen wissen, fand vor unendlich langen Zeiträumen eine Rebellion in der geistigen Welt statt. Ein Teil der reinen Geistwesen bäumte sich gegen Gott auf. Sie wollten sein wie Gott. Einige wollten ein geteiltes Reich. Ein weiterer Teil der himmlischen Wesen erlagen darauf den Versprechungen und Lockungen der Aufständischen. Ein geteiltes Reich ist jedoch nicht möglich, denn die Einheit kann nicht geteilt werden. Deshalb sonderten sich diese ehemals reinen Geistwesen von der reinen geistigen Welt ab und entfernten sich immer mehr, je mehr sich ihre Gedanken verdunkelten. Sie, die Fallwesen und ihre Welten wurden abgestoßen, da sie nicht mehr der Reinheit und Einheit des Himmels entsprachen. Doch Gott ist gütig, und er liebt all seine Kinder, denn er schaut in ihnen immer nur das reine Wesen, obwohl sich diese immer weiter von ihm entfernten. Dass Gott niemals in die Machenschaften seiner Geschöpfe eingreifen würde, können viele Menschen nicht verstehen. Doch Gott hat nur freie Geistwesen erschaffen mit einem freien Willen. Weil Gott alle seine Kinder liebt, Schenkt er den rebellierenden Kindern des Falls Teile aus geistigen Sonnen und Planeten. Ein gewaltiges Energiepotenzial also, aber nur für eine befristete Zeit, um den Fallwesen so die Chance zu geben, eine bessere Schöpfung zu schaffen als die, die er schuf. Einige der verantwortlichen Fallwesen kamen aus dem Zenit und wussten um die Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung. Sie wussten, wie ein Kosmos erschaffen und gestaltet werden kann. Durch ihr egozentrisches Verhalten verdichteten sie sich jedoch immer mehr und so auch die von den Fallwesen geschaffenen Universen. Die Fallwesen verstießen immer mehr gegen die Gesetze des Lebens. Aus Liebe wurde Hass, aus dem Gemeinwohl wurde der Egoismus, aus dem himmlischen Verbundensein mit allem entwickelte sich das Trennende. Bindende und Herrschende. Das Absinken in immer tiefere Ebenen nahm seinen Lauf. Einige Wesen mit ihren Bereichen verweigerten ab einem gewissen Punkt die Volkschaft und blieben teilmateriell. Andere sanken immer tiefer, verdichteten sich immer mehr, bis sie am tiefsten Punkt zur groben Materie erstarrten. Dies alles geschah in endlosen Zeiträumen. Durch gegensätzliche Gedanken, Wünsche und Handlungen verringerte sich das Licht in diesem Fallkosmos und die Fallwesen mussten sich zum Schutz mit immer mehr Schichten ummanteln. So entstanden die Seelenhüllen, in deren Zentrum immer noch das ursprünglich reine Geistwesen verborgen ist. Als sich die untersten Eben der Fallwesen schlussendlich in grobe Materie verwandelten, war es vonnöten einen geeigneten Wirt, ein Fahrzeug zu haben, in den sich die Seelen inkarnieren konnten. Dies war der einzige Weg, um auf dieser groben Ebene agieren zu können, denn ab einem gewissen Punkt der Verdichtung war ein Hin- und Herwechseln der Seelen in die tiefste Frequenzebene des Falls nicht mehr möglich. Dieser Wirt ist der Mensch. Er funktioniert ähnlich wie ein äußerst raffinierter Schutzanzug, der durch eine Seele oder andere Energien belebt und gesteuert wird. Ohne diesen grobstofflichen Transformator könnte keine Seele auf der Erde leben. Adam und Eva sind wohl das Symbol der ersten materiellen Menschen, in die sich die Seelen der Fallwesen inkarnieren konnten. Sie sind aber lediglich eine Zulassung Gottes. Auch wenn unsere sichtbare Schöpfung und unsere Erde durch den Fall entstand, so wird doch alles durch die Kraft Gottes getragen und am Leben erhalten. Auch die Mineral- und Pflanzenreiche auf unserer Erde erhalten ihre Lebenskraft von der Urkraft, dem ewigen Sein. Größere Tierarten werden durch eine Teilseele belebt und erhalten ihre Energie ebenfalls von Gott, dem Allgeist. Tiere leben deshalb in Gott. Kleinstlebewesen sind in Kollektiven zusammengeschlossen und beziehen ihre Energie indirekt über die Mutter Erde. Einige Tierarten haben leider viele Verhaltensweisen von den Fallwesen übernommen. Negative Gedanken und Taten der Menschen umhüllen die Erde als eine Art morphisches Feld und beeinflussen immer noch das Leben auf der Erde. Dies betrifft die Natur ebenso wie die Tiere und die Menschen. Im Himmel, also in der geistigen Heimat, gibt es keine gefährlichen Raubtiere und keine giftigen Tiere oder Pflanzen. Kein Tier würde einem anderen Tier ein Leid zufügen. Diese Verhaltensweisen entstanden durch den Fall der abtrünnigen Geistwesen in die Materie. Denn indem der Mensch vom Wege abwich, folgten auch sie ihm, heißt es in den Manuskripten des Theophilus von Antiochien aus dem zweiten Jahrhundert. Doch diese alte Schrift zeigt auch die Lösung für dieses Problem. Wenn nun der Mensch wieder sich zu einem seiner Natur angemessenen Dasein erheben und nicht mehr Böses tun wird, werden auch sie, die Tiere, wieder zu ihrem ursprünglichen, sanften Wesen zurückkehren. Wenn sogenannte Raubtiere oder Tiere, die dem Menschen normalerweise misstrauisch oder gar feindlich gegenüberstehen, von klein auf die Liebe und ehrliche Zuneigung von Menschen erfahren, dann kann man manchmal erleben, dass diese negative Programmierung, die der Mensch auch Instinkt nennt, zum Teil positiv überschrieben werden kann. Es sind Lichtblicke, die zeigen, dass ein anderes Verhältnis zwischen Mensch und Tier möglich wäre und keine Utopie ist. Auch wenn die Fallwesen die Energie Gottes missbrauchten und heruntertransformierten, Gott, der Ewige, sorgt auch für seine sich von ihm entfernten Kinder. Er sorgt mit Pflanzen und Trinkwasser dafür, dass sich die Menschen ernähren können. Die ersten Menschen hatten noch ein friedfertiges Verhältnis zur Natur und den Tieren. Sie lebten in Freundschaft zusammen und ernährten sich von Pflanzen, Früchten und Samen. Erst als sich ihr Wesen durch das Besitzen, Sein und Haben wollen verrohte, begann die Lust auf das Fleisch im doppelten Sinn. Der Mann begehrte die Frau oder mehrere Frauen und fing an, die Tiere zu jagen. So machte sich der Mensch viele Tiere zum Feind. Bis heute weichen viele Tiere vor dem Menschen zurück, weil sie erfahren haben, dass er sie, obwohl sie ebenfalls Leben aus Gott und somit seine Mitgeschwister sind, töten und verzehren will. Dieses mörderische Verhalten des Menschen hat sich bei vielen Tieren tief in ihre Gene eingeprägt. Der Mensch verhielt und verhält sich noch heute gegenüber seinen Tiermitgeschwistern wie ein Kannibale. Auf diese Weise distanzierte sich das Menschengeschlecht immer mehr von seinem Schöpfer und betrachtet alles auf der Erde als sein Eigentum. Zwangsläufig entstanden so Grenzen, Zwistigkeiten, Streit und am Ende Krieg zwischen den Menschen und den Völkern. Die Erde litt unter diesen negativen Schwingungen und Spannungen. Es geschahen immer mehr Naturkatastrophen. Heute wie damals kann der Mensch selten einen Zusammenhang zwischen solchen Geschehnissen und dem negativen Verhalten der Menschen sehen. So wurden in der Frühzeit Götter ersonnen, die für diese Katastrophen verantwortlich gemacht wurden, und die Priester forderten Opfer von den Gläubigen, um diese von ihnen erfundenen Götter zu besänftigen. Sie vergaßen den einen Gott der Liebe und der Wahrheit. Deshalb ist das Alte Testament voll von solchen heidnischen Opferkultanweisungen und viele Propheten wurden und werden solche Texte der Priester als direkt von Gott kommend in den Mund gelegt. Sogar Aufrufe zu Mord, Totschlag und gar Völkermord wurden in der Folge den Gläubigen als Anweisungen Gottes verkauft. Selbst Worte wie die folgenden werden heute noch Gott, unserem liebenden Vater, zugeschrieben. Warum habt ihr alle Weiber leben lassen? So erwürget nun alles, was männlich ist unter den Kindern und auch alle Weiber, die nicht mehr Jungfrauen sind. Die Jungfrauen aber nehmt für euch. Viertes Buch Mose, Kapitel 31, Vers 17. Oder Worte wie diese, aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. Wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 5. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 16 bis 17. Solches und ähnliches kann man im Alten Testament der Bibel zu Hauf finden, einem Buch, das eigentlich nur von Gott inspirierte prophetische Schriften enthalten sollte. Selbst die historisch-kritische Bibelwissenschaft nennt eine Quelle der Mose-Bücher Priesterschrift, was eigentlich schon alles sagt. Doch viele glauben heute noch blind, die ganze Bibel hätte Gott inspiriert und seine Hand darüber gehalten. Deshalb würde nichts Falsches darin stehen. Doch dies wäre ein schwerwiegender Eingriff in den freien Willen der Menschen und dies würde nicht dem Willen unseres Vaters entsprechen. In dieser Dokumentation soll nur andeutungsweise gezeigt werden, wie alles entstanden ist und vieles, was auf dieser Erde, vor allem von den Religionen als von Gott kommen, suggeriert wird, mit Gott, unserem himmlischen Vater, rein gar nichts zu tun hat. Im Gegenteil. Der sogenannte Fall hatte also zur Folge, dass die ehemals reinen Geistwesen, ohne einen Wirtskörper nicht mehr die Fähigkeit haben, auf der von ihnen heruntertransformierten Gottesenergie zu leben. Auch der einhergehende innerliche Abfall von Gott war bereits so weit fortgeschritten, dass man behauptete, Gott habe, wie bereits erwähnt, Mord an Frauen, Männern und Kindern und sogar Völkermord befohlen. Eine Folge davon ist, dass heute Kriege als gottgefällig und notwendig erachtet werden, natürlich immer, um angeblich Frieden zu schaffen. Diese Irrelehre hat schon Millionen Menschen und Tieren das Leben gekostet. Denken wir nur an Überfälle auf Länder wie Libyen, Irak oder Afghanistan, die Millionen Menschen das Leben gekostet haben und zig Millionen Menschen in die Flucht trieben selbst viele politische Führer finden heute das Pazifismus nicht mehr in die Zeit passe. Der Pazifismus des Jesus von Nazareth wird heute auch von jenen verleugnet, die behaupten, seine Mission fortzusetzen und in seinem Dienst zu stehen und in seinem Namen zu handeln. Doch das wird, wie bereits erwähnt, nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, dem Gesetz von Saat und Ernte gravierende Folgen nach sich ziehen. Da die grobmaterielle Schöpfung langsam aber sicher ihrem Ende, ihrer Umwandlung entgegengeht, ziehen sich bereits viele Pflanzen- und Tierarten zurück. Laut der Wissenschaft sollen bereits täglich etwa 150 Arten für immer von der Erde verschwinden. Das wären über 50.000 Arten jährlich, und es werden immer mehr. Doch zurück zum Thema der Himmel. Jesus von Nazareth wollte die Menschen aufwecken und zeigen, dass es noch viel, viel mehr gibt, als es uns der Verstand und der normale Alltag vorgaukelt. Wohl deshalb hat er gelehrt, der Himmel ist inwendig, in euch. Wie weit wir von diesem inneren Himmel entfernt sind, kann uns auch ein kleiner Auszug aus einem apokryphen Evangelium zeigen. Als Jesus in ein Dorf kam, begegnete er einem Manne, der taub war von Geburt an. Und dieser glaubte nicht an das Rauschen des Windes oder den Donner oder an die Schreie der Tiere oder die Stimmen der Vögel, die vor Hunger klagten oder weil sie verwundet waren oder daran, dass andere dies hörten. Und Jesus hauchte in seine Ohren und sie waren geöffnet und er hörte. Und er genoss mit unendlicher Freude die Laute, die er früher geleugnet hatte. Und er sagte, jetzt höre ich alles. Doch Jesus sprach zu ihm, warum sagst du, du hörest alles? Kannst du etwa die Seufzer der Gefangenen oder die Sprache der Vögel oder der Tiere hören, wenn sie miteinander reden? Oder die Stimmen der Engel und der Geister? Denke daran, wie viel du nicht hören kannst. Und sei demütig in deinem Mangel an Wissen. Zitiert aus dem Evangelium des vollkommenen Lebens, Kapitel 15, Vers 1 bis 10. Damit sagte Jesus von Nazareth, dass viele meinen, weil sie an Christus glauben, sei alles erreicht. Doch fragte Jesus den Geheilten: Kannst du die Sprache der Vögel der Tiere hören, wenn sie miteinander reden? Denk daran, wie viel du nicht hören kannst und sei demütig. Jesus möchte also die Menschen, wie diese Geschichte anschaulich zeigt, auf eine höhere Ebene ihres Bewusstseins führen und nicht nur zu rein äußerlich auf ihn fixierte Nachfolger machen. Er will keine Menschen, die ihn anbeten und nur an ihn glauben, ihr Leben aber weiterleben wie bisher. Er will, dass sie ihre Gedanken kontrollieren und veredeln, seine Lehre im Alltag umsetzen und somit auch ihre Sinne verfeinern. Nur wenn wir unser Wesen veredeln und unsere Sinne verfeinern, können wir, laut seiner Lehre, das Himmelreich in unserem Inneren nach und nach erschließen. Christus lehrt uns durch prophetische Offenbarungen, dass wir nur auf diesem Wege, einer geistigen Evolution dem Christusbewusstsein in uns näher kommen und so zurückfinden zur Ursprache der Liebe, die alle Wesen verbindet. Solche Menschen werden wohl kaum unschuldige Geschöpfe gefangen halten oder gar töten, beziehungsweise töten lassen, nur um damit ihre Gaumenlust zu befriedigen. Denn wer sich auf dem Weg zum Christusbewusstsein in seinem Inneren befindet, der weiß, dass in jedem Geschöpf die Liebe Gottes wirkt. Er lebt mit der Natur und seinen Geschöpfen und nicht gegen sie. Bereits Jesus von Nazareth nutzte jede Gelegenheit, die Menschen auch über dieses Thema aufzuklären. Leider sind alle diese wunderbaren und eindrücklichen Szenen nicht in die biblischen Schriftensammlungen aufgenommen worden. Die Römer liebten bekanntlich ausschweifende Orgien und Feste, und Vegetariern soll man damals schon mal zur Strafe heißes Blei in den Hals geschüttet haben. Hieronymus, der im Auftrag des Papstes die Bibelschriften übersetzte und vereinheitlichte, schrieb in seinen Briefen, dass er das originale Evangelium des Apostels Matthäus nicht in die Bibel aufnehmen durfte. Es enthielt noch jedenfalls so die Aussage von einem Professor, der im damaligen Geheimarchiv des Vatikans in ursprünglichen alten Schriften lesen durfte, genau diese Themen, die in den anderen Evangelien bereits von Anfang an fehlten. Hieronymus bemerkte damals in seinen Briefen, dass dieses Ur-Evangelium inhaltlich von den anderen später entstandenen Evangelien abweiche. Hieronymus schrieb dies damals auch dem Papst, und so sei die Schrift während einer Synode vorgestellt worden. Doch wie Hieronymus in einem weiteren Dokument mitteilte, hätten die Ohren der Kirche sich schicklich geweigert, es zu hören. Und so wurde eine Aufnahme in die Schriftensammlung der Vulgata, der späteren Bibel, verhindert. Wie auch immer, niemand kann die Wahrheit auf Dauer unterdrücken, und verborgen halten. Im Evangelium der Heiligen Zwölf veröffentlichte Gideon Jasper Richard Osley 1901 Fragmente aus authentischen urchristlichen Texten, die laut der Buchbeschreibung aus dem Aramäischen übersetzt wurden. Im 28. Kapitel Vers 1 bis 3 werden Jesus von Nazareth Tiere zum Verzehr angeboten. Seine Reaktion ist liebevoll und doch tiefsinnig und klar. Einen Tag nachdem Jesus seine Rede beendet hatte, geschah es an einer Stelle bei Tiberias, wo sieben Quellen sind, dass ein junger Mann ihm lebende Kaninchen und Tauben brachte, damit er sie mit seinen Jüngern verzehre. Und Jesus blickte den jungen Mann liebevoll an und sprach zu ihm, Du hast ein gutes Herz, und Gott wird dich erleuchten. Aber weißt du nicht, dass Gott am Anfang dem Menschen die Früchte der Erde zur Nahrung gab und ihn dadurch nicht geringer machte als den Affen oder den Ochsen oder das Pferd oder das Schaf, dass er seine Mitgeschöpfe tötet und ihr Fleisch und Blut verzehrt? Ihr glaubt, dass Moses zu Recht befahl, solche Geschöpfe zu opfern und zu verzehren. Und so tut ihr es im Tempel. Aber siehe, ein Größerer als Moses ist hier und kommt, die Blutopfer des Gesetzes und die Gelage abzuschaffen und wiederherzustellen die reine Gabe und das unblutige Opfer, wie es im Anfang war, nämlich Körner und Früchte der Erde. Zitiert aus dem Evangelium der heiligen Zwölf, Kapitel 28, Vers 1 bis 3. Hier weist Jesus von Nazareth noch einmal darauf hin, dass Gott den Menschen am Anfang die Früchte zur Nahrung gab und dass er nicht seine Mitgeschöpfe töten soll, um ihr Fleisch und Blut zu verzehren. Menschen, die das nicht gerne hören und nicht vom Fleischverzehr lassen wollen, bringen dann oft als Gegenargument, dass Pflanzen ja auch fühlen und man so auch lebende Wesen töten würde. Doch es ist ein Unterschied, ob ich Tieren mit einer Teilseele das Leben nehme oder Pflanzen, die in einem energetischen Kollektiv zusammengeschlossen sind. Zudem spricht Jesus von Nazareth nicht umsonst sinngemäß von Früchten und Samen. Darunter fallen jede Menge Getreidesorten, zum Beispiel auch der Mais, alle Fruchtsorten und Nüsse, fast alle Gemüsearten, Beeren etc. Sie alle verschenken sich von Natur aus freiwillig. Beim Ernten ihrer Früchte wird der Pflanze kein Leid zugefügt und ihr Leben wird durch den Menschen nicht beendet. Zur Zeit des Alten Testamentes sandte Gott seine Propheten, um durch sie die Tieropfer abzuschaffen. Vorher wurden bereits der Götterglaube und die Menschenopfer abgeschafft. Jesus ging noch einen Schritt weiter und kämpfte für eine neue Zeit. Heute befinden wir uns in dieser Zeitenwende zu dieser neuen Zeit, in der die grausamen Tierversuche, das Drangsalieren und Schlachten von Geschöpfen Gottes und das Essen ihres Fleisches beendet werden wird. Für viele ist dies ein absolutes No-Go. Sie zitieren die Bibel, dass Jesus doch selber Lamm aß und Fisch vermehrte und dass die Apostel Fischer waren und vieles mehr. Zudem habe doch Paulus das Fleischessen erlaubt. Leider wurden die Lehren des Jesus von Nazareth nur verkürzt überliefert und deshalb wird oft ein falsches Bild der tatsächlichen Begebenheiten übermittelt. Wenn Jesus Fische vermehrte, so waren es ja nicht lebende Wesen aus einem Gewässer, sondern er hat sie aus geistiger Substanz erschaffen, weil die Menschen gewohnt waren, sich so zu ernähren. Einige Apostel waren Fischer, doch Jesus lehrte sie, Menschenfischer zu werden, und sie legten ihr Handwerk nieder. Jesus und die Apostel waren laut den Überlieferungen einiger Kirchenväter Vegetarier. Doch Jesus war kein Fanatiker und hat, wenn er eingeladen war, dem Hausherrn nicht vor den Kopf gestoßen und somit den anderen das bereits zubereitete Mahl und einige Bissen Fleisch gegessen. Erst nachher machte er den Hausherrn, sofern er dafür empfänglich war, in Liebe und großem Einfühlungsvermögen darauf aufmerksam, dass dies in Zukunft nicht nötig sei. Paulus hat bekanntlich Jesus nie kennengelernt und hat nach seiner Bekehrung seine römischen Ansichten mit den Lehren des Jesus von Nazareth vermischt. Nicht nur beim Fleischessen hat er seine Lehre verfälscht, sondern auch, wie bereits dargelegt, wenn er sagte, dass der Glaube ohne die Werke genüge, während Jesus von Nazareth immer deutlich machte, dass es nur auf die Taten ankomme. Wir haben gehört, die Matrix, die wir durch unsere Gedanken und Taten am Leben erhalten, ist eine Welt außerhalb der rein geistigen Welt und in ihr sind wir sozusagen unsere eigenen Gefangenen. Wir sollten unser Wesen verfeinern, nur so kann auch ein weiterer Evolutionsschritt eingeleitet werden hin zu einer friedvollen Gesellschaft. Denn sobald wir edler würden in Empfindungen, Gedanken, Worten und Taten, so würden wir im Inneren wachsen und so würde sich auch das Äußere automatisch verändern und sich der inneren Strahlung anpassen. Können wir uns vorstellen, was passieren würde, wenn wir uns aufmachen würden, das Reich Gottes in uns zu erschließen? Es wäre die Basis für eine neue, harmonische, friedvolle Welt. Es ist schwer zu verstehen, dass das Äußere auch der äußere Zustand der Erde ein Spiegelbild des Inneren der Menschen ist. Aber auch in unserem sogenannten privaten Leben gestalten wir unser Schicksal, unsere Umgebung und alles, was uns passiert, selber durch unsere Gedanken und Taten, egal ob sie aus dieser oder bereits aus früheren Inkarnationen stammen. Wer auf diesem Weg in die neue Zeit ist, der folgt dem Leitgedanken. Liebet euch selbstlos untereinander, so wie es Jesus von Nazareth vorgelebt hat. Es scheint uns Menschen schwer, dies in die Tat umzusetzen, da die Welt eine andere Sprache spricht, eine andere Wahrheit verkündet. Doch wir sollten eines nicht vergessen, dass wir nicht alleine sind. Gott ist immer da. Und keine Energie geht verloren. Jedes Bemühen, Christus in uns näher zu kommen, zahlt sich aus. Es kommen Dinge auf uns zu, die sonst nicht auf uns zugekommen wären. Wir haben Begegnungen, finden Bücher, sehen Videos und vieles mehr. Es gibt keinen Zufall. Wir sollten mehr Vertrauen in die geistige Führung haben. Denn jeder beseelte Mensch hat mindestens ein Geistwesen zur Seite, das ihn begleitet. Doch leider ist ihnen oft keine Kommunikation mit ihrem Schutzbefohlenen, also mit uns, möglich, da viele der inneren Welt noch nicht gewahr sein wollen. Ein erster Schritt Richtung Himmelreich in unserem Inneren wäre, dass wir diesen Weg des Friedens gehen wollen und dass wir in unserem Inneren anklopfen und Christus demütig um Hilfe bitten. Die Initiative sollte von uns kommen, denn unser Inneres kann sich nur dem öffnen, der auch ehrlich gebetet, gesucht und angeklopft hat. Wer zweifelt und nur einen halbherzigen Versuch wagt, um die Liebe Gottes zu testen, wer also noch auf die äußere Welt fixiert ist und nur an seinen Verstand glaubt, dem wird sich schwerlich die innere Pforte öffnen. Botschaften wie diese werden solchen Verstandesmenschen unverständlich bleiben und vielleicht gar ein Ärgernis sein. Die innere Welt die wir durch ein edles, selbstloses Verhalten allen Menschen, Tieren und der ganzen Natur gegenüber gestaltet haben, wird auch unsere Aura zum Leuchten bringen. Es ist diese friedliche Welt, die wir nach dem Ableben auch mit in die andere Welt mitbringen. Die jenseitige Welt wird von uns gestaltet. Gleiches zieht Gleiches an und so werden wir in einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten leben. Je mehr wir in der nächsten Liebe aufgehen, desto näher kommen wir dem wahren Himmel, unserer geistigen Heimat und unserem himmlischen Wohnplaneten, unseren Wohnhäusern, die wir vor langer Zeit verlassen haben, und unseren geistigen Familien, die schon lange auf uns warten und uns freudig empfangen werden.